Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch und seit gestern Abend ist der Pokémon Day aktiv, beziehungsweise ein neues Event zur Feier des Pokémon Days zum Geburtstag von Pokémon Go. Ihr wisst ja, ihr könnt die Starter mit neuen Partyhüten aus einer Raid bekommen und aus 7 Kilometer Eiern. Ihr könnt die auch als Shiny bekommen. In der Wildnis könnt ihr Evoli bekommen mit Partyhut als Shiny, genauso wie Pikachu, Partyhut, Shiny. Mewtwo ist zurück mit Rüstung, also das unbrauchbare Mewtwo, was aber trotzdem einigen noch in der Sammlung fehlt. Ich habe schon mein 100er, deswegen ist das für mich nicht so interessant. Und was gibt es noch? Die Klon-Pokémon aus den 4er Raids. Da reicht es aber theoretisch auch, wenn ihr euch eins von jedem gönnt. Aber gut, was will man sonst machen? Mewtwo braucht man nicht machen, ist schlecht. Die Klon-Pokémon braucht man eigentlich auch nicht. Sehen aber gut aus, deswegen ist euch da freie Hand überlassen. Theoretisch könntet ihr die ganze Zeit auch einfach einer Raids machen, aber wenn ihr Erfahrungspunkte nehmen wollt, macht halt weiterhin Mewtwo. Wir haben aber wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche und jetzt geht's los. Angefangen hat die Woche nämlich beim Alex Hoffi, einfach mal so getauscht, der hat sich einen Shiny Stolunio gegönnt, ist ein 98er geworden, sieht auf jeden Fall auch richtig genial aus, hat auch ein richtig gutes Level und 98 kann man dann ruhig mal entwickeln, als Stolos mitnehmen. Dann Dragonite hat dann eine Umfrage weitergeleitet, da habe ich auch mal abgestimmt, Spoofen ist schlecht, gut, okay, solange man selbst davon nichts abbekommt, leere Arenen etc. Okay, aber nur auf Nebenaccounts, kein Plan, noch nie versucht oder vielleicht mal einmal testen, aber sonst nichts. Ich habe natürlich für gut abgestimmt, 11% war also nicht so, war nicht so überzeugend, schlecht war 49%, ich weiß gar nicht, woher die Umfrage jetzt kam. Er hat es einfach so weitergeleitet von Telegram, ich bin auf Telegram eigentlich nirgendwo und deswegen war interessant, spiegelt aber nicht das wider, was ich so kenne. Wenn ich mich so umgucke auf YouTube, im Kommentarbereich, in den WhatsApp-Gruppen, in den Facebook-Gruppen, überall gehen die Meinungen alle in eine komplett andere Richtung. Dann der Kippen hat hier ein Foto geschickt vom Relaxo als Fitness-Trainer, der unterrichtet hier die ganzen Pottos war ein Teilnehmer vom NR Battle, da habe ich mich jetzt vertan, egal. Dann der Bierbenny hat uns gezeigt, wie ein Shiny Krypto Tunnel aussieht, auch wenn das Bild relativ Mist aussieht, dadurch, dass es vom anderen Handy abfotografiert ist. Und dann gleich hinterher noch ein Shiny Evoli, hat er sich auch gegönnt, Bockwurst King hier mit einem Shiny Mankey, der Kenny am Verzweifeln, Jetzt sagt mir doch mal, ob das gerecht ist. Der zweite 100er auf dem kleinen Account, was soll der denn damit? Was willst du aber auf dem großen Account mit einem 100er? Maxen? Das Ding ist ja eh Mist. Obwohl, für die Sammlung ein 100er kann man ja gerne mal mitnehmen. 200er, kann man eigentlich eins wegschmeißen, eins so aufheben aus Spaß oder beides so aufheben? Wie macht ihr das, wenn ihr auf dem kleinen Account von irgendeinem verkackten Pokémon ein 100%iges bekommt? Was macht ihr damit? Aufheben? Pushen? Wenn ihr eh nicht damit kämpft oder nichts macht, ist das ja eigentlich auch nur Beutelverschwendung. Dann die Terrorziege hat auch bei den Rocket Leadern zugeschlagen, hier einen Shiny Krypto Flunkiefer bekommen, Pokefreak Red mit einem Shiny Minun, Pokefreak Red ebenfalls mit einem 100%igen Lucky Picochilla, also 100er haben wir ja schon öfters gesehen, jetzt auch hier einen Lucky 100er noch dazu vom Picochilla. Forschungstag, der ist ja auch noch nicht so lange her. Kenny nochmal, wieder hat der Kleine den Huni bekommen. Ich sag jedes Mal, irgendwann müsstet ihr vielleicht einfach die Namen ändern und dann habt ihr den kleinen Account als den großen und den großen macht ihr dann zum kleinen. Auch hier mit einem 100%igen Rotomurph auf Level 10. Deswegen steht da jetzt einfach 10.010 statt 100. Ne? Aber gut, auf so einem niedrigen Level. Rotomurph ist eigentlich trotzdem ein cooler Bodenangreifer, aber ich weiß nicht. 1,6 Millionen, ja gut, er könnte es vielleicht hochziehen, ich weiß nicht, was er sonst für Pokémon da hat. Der Staub ist ja jetzt nicht der teuerste bei dem, aber trotzdem, weil jedes Mal nehme ich das hier vom Kamera-Stativ eigentlich, das ist abgefallen,
und diller damit rum nebenbei. Dann Dragonite zeigt uns nochmal, der hat einen Omod erlöst zu einem 100%igen, wie ihr seht, wieder mal in der Nähe von Wirnau, Thüringen. Immer sehr schön, wenn der Thüringen dran steht. Pokefreak Red mit einem Shiny Zubiris. Das ist cool. Das habe ich noch nie gesehen, denn mein Shiny Zubiris habe ich damals auch getradet. Ich habe noch nie selber einen Shiny Zubiris gefangen, obwohl die ja in Halloween-Events schon zum zweiten Mal aufgetaucht sind. Dann der Hannes Red Devil Black mit einem Shiny Alola Knogger. Da habe ich auch relativ früh eins bekommen, weil ich immer mit 4-5 Accounts los bin. Habe da die Alola Knogger Raids gemacht, das wollte ich auch unbedingt haben. Der Bomber, der hat's richtig krachen lassen, dieses Mal im Livestream am Montag. Der hat 16,99 gespendet, einfach so, zum Support. Und dann haben sie ihm viele gleich getan, haben auch hinterher gespendet. So bin ich am Ende am Montag mit 80 Euro Spenden aus dem Stream rausgegangen. Und er hat angefangen, die Leute haben nachgezogen, richtig coole Sache auf jeden Fall. Der da ist, ist das nämlich. Und der hat hier auch ein Shiny Chanere bekommen in der Nähe von Scheslitz, Bayern. Dann der Michael Schilling, wer kennt ihn nicht, hat noch ein Alola Shiny Raichu bekommen in der Nähe von Erfurt. Da war ich doch erst. Da haben wir uns natürlich verpasst. Sören Löffler hier mit seinem 100%igen Shiny Rayquaza Lucky ist es auch noch. Also das muss man natürlich sofort hochziehen. Benjamin Engel, Shiny Crypto Pinsir mitgenommen. Ebenso ein 100%ig erlöstes Gardevoir. Auch sehr gutes Pokémon auf jeden Fall. Das habe ich damals immer, wenn ich Mahomai Raid Solo gemacht habe, habe ich das eingesetzt, um drauf zu klopfen, aber auch Gengar, auch Simsala. Dann hat er einen 96er Kapuno bekommen. Und ich glaube, das war sein Pokédex-Eintrag. Und das hat er bekommen aus der Go Battle League, wenn mich nicht alles täuscht. Da kämpft er nämlich öfters und kriegt Pokémon-Belohnungen. Und hat da sein erstes Kapuno bekommen, gleich mit 96%. Fischi hier mit einem 0%igen Carbador am Parkrand bei GG Bridge. Ich weiß nicht, was GG Bridge ist, weil eigentlich heißt das Old Channel Bridge, also OC Bridge. Hätte ich gekannt, aber was ist GG Brücke? Keine Ahnung. Pokefreak Red nochmal mit einem Shiny Alola Kleinstein. Der Sören hier mit einem 100%igen Merrill. Dann zeigt er uns noch einen Wayspot in der, was ist das? Holtorf Sloher Weg 21435 Stelle. Kommt ja auch aus Stelle, schreibt es mal in die Kommentare. Ist im Prinzip ein kaputter Telefonmast. Also sieht auf jeden Fall beschädigt aus. Keine Ahnung, soll das so sein? Das soll doch nicht so sein, oder? Sieht komisch aus. Ist so ein Telefonmast irgendwas eingereicht als Pokestop? Würde ich natürlich nicht. Das hat doch keinen Wert. Ist das was Besonderes? Nein, also braucht man nicht, sonst könntet ihr ja eine Straße lang 20 Telefonmästen nacheinander immer wieder einreichen und hättet dann voll den Weg zum Farmen. Ebenfalls der Bomber hier mit einem Shiny Radfratz, wieder aus Scheslitz, Bayern. Kenny mit einem 100%igen Pantimimi. Da freut er sich oder ist erschrocken, so wie es ausschaut. Dann habe ich mal eine kleine Umfrage auch gestartet, weil ich mich mit dem Dragonite, war es glaube ich, immer darum gestritten habe, weil er gemeint hat, er freut sich wegen Nidorino. Der will nämlich unbedingt, braucht noch ein Nidoking, Shiny, und da kann er sich dann eins holen, ein Nidorino, und kann das entwickeln. Aber meiner Meinung nach, aber gefragt, jetzt muss ich nochmal eine Umfrage starten, weil das Thema immer wieder aufkommt. Denkt ihr, man kann Partyhut Nidorino zu Partyhut Nidoking entwickeln? Ja oder nein? Bobs. Und 76% haben gesagt, nein, es gibt nur Nidorino mit Hut. Und 24% haben gesagt, Nidoking entwickelbar mit Hut. Warum sollte das aber so sein? Dann hätten sie ja eigentlich das Nidoran, das männliche, die erste Form mit Hut reinpacken können in die Einer Raids. Ihr hättet die
raiden können am Raid Day und dann hättet ihr entwickeln müssen zu Nidorino und zu Nidoking. Warum starten sie dann mit dem zweiten, wenn ihr daraus noch ein drittes machen könnt, euch aber das erste fehlt? Wampel war ja auch mit Partyhut, Shiny ging auch nicht entwickeln. Erst ohne Partyhut, das hat jetzt auch ein Partyhut. Meiner Meinung nach wird das einfach nur ein eigenständiges Pokémon sein mit Partyhut als Shiny. Genauso wie dann eben Gengar, sonst hätten sie ja auch einfach Alpollo in Raids packen können am Raid Day, die ihr bekämpft und dann die Nachstufungen entwickeln können. Ich denke mal, das hat Sinn, genauso wie sie Radikal mit Partyhut einfach in Raids gepackt haben und ihr die geradet habt, aber es eben kein Raffratz mit Partyhut gab als Shiny. Ich denke, man kann es nicht entwickeln, ganz klar eindeutig, alles andere würde meiner Meinung nach gar keinen Sinn ergeben. Xtreme hat auch wieder mal ein bisschen getauscht, hier einen 98%igen Pilz, eine 96%ige Schneeflocke, einen 98%igen Affen mit einem Kackhaufen auf dem Kopf und ein 98%iges... Was ist das überhaupt? Ein Nagetier, das ist eine... Was so durch die Gegend fliegt und dann immer da, wie, also, das so ein Flughörnchen, gibt's das Wort? Keine Ahnung. Ein Picochilla auf jeden Fall. Und natürlich ein Grillmark und ein Figometri. Und ein Pilz, habe ich ja schon gesagt. Wunderbar, der Benjamin wird jetzt wieder das richtige Wort unten reinschreiben. Tarnpignon, genau. Dann Kotbrot, Sextus, at MC Ramses. Der war ja am Community Day auch ganz kurz da. Der kam angelaufen, hat gesagt, oh, ich habe erst ab jetzt Zeit. Ist einmal eine Runde gelaufen, hat gesagt, ja, ich mache jetzt weiter, ich habe 3 Stück bekommen, bam. Ich bin zu dem Zeitpunkt rumgelaufen, 1,5 Stunden und habe noch kein einziges gehabt und er kommt in 10 Minuten, 15 Minuten hat er gleich 3 Shinies bekommen, ist dann gegangen, hat später noch geschickt hier, sein 6. hat er auch noch mitgenommen und kurz danach hat er uns noch ein Bild geschickt am Römersbach, da hat er einfach ein 100%iges Shiny Rihorn bekommen. Wir sind dann natürlich da hingelaufen, wie auch immer, haben uns das auch gegönnt, haben das gleich dann dort entwickelt. Das war auf jeden Fall sehr cool, danke auch nochmal fürs Bescheid sagen. Bei der Terrorziege sah es aber auch gut aus, die hat ein 98%iges Shiny Rihorn bekommen, hat das auch durchentwickelt. Generell im Thema beim André, sage ich mal, der hat auch ein 100%iges Rihorn bekommen, was er entwickelt hat. Der hat auch ebenfalls ein 100%iges Snubbull bekommen. Gut, das ist jetzt nicht so krass, aber trotzdem, selbst er hat auch ein 98%iges Shiny Rihorn, was er zu Rihornior gemacht hat. Leider nur mit 14 Angriff, aber trotzdem sehr cool. Hier seht ihr das nochmal, so wäre es perfekt, ne? So ist es trotzdem immer noch gigantisch. Auch der Fischi, das dagegen ist schon nice, hat auch sein 100er, was wir gefangen haben, am Römersbach entwickelt. Dann Dragonite nochmal mit Wetterboost, hat einfach mal solo einen Stalobor Raid gemacht. Habt ihr das auch schon mal probiert? Stalobor Raid, das sind ja auch so kleine Challenges, die man an sich selbst stellen kann. Alle 3er Raids solo machen, manche 4er Raids solo machen oder solo probieren zumindest mit Wetterboost in richtigen Kondern. Ist das also möglich bei vielen, wo man es auch gar nicht denkt? Dann hat er auch ein 100%iges Rihorn bekommen. Also die gab es wahrscheinlich wieder wie Sand am Meer. Auf dem kleinen Account hatte ich Sandy Maus noch ein Shiny Smogon bekommen. Fischi fühlt sich verarscht, denn er hat genau die 1000 Kilometer voll, die er braucht für die Medaille. Aber er hat die Medaille nicht bekommen, weil er genau auf den 1000 ist, das gerade vielleicht aktualisiert hat. Also ich glaube, wenn er sich einmal im Kreis dreht, dann ist es nochmal so, dann hat er das bekommen, dann ist es aktualisiert. Hier seht ihr ein... Boah, wie heißen die Dinger jetzt wieder? Habe ich schon wieder vergessen. Weil die so kacke sind, habe ich es natürlich vergessen. Seht ihr auf jeden Fall, die gibt's wirklich. Boah, was ist heute nur? Herr Ramses hat sein ganzes Gedächtnis verloren. Ich glaube, Erfurt hat mich so, hat mich so geprägt. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mal hin. Also nicht nur das Pokémon, auch das, was daneben ist. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ihr seht also, es gibt es wirklich. Dann auch noch vom Konstin hat sich heute dank Saskia gelohnt in Meiningen auch 100%iges Rihornior bekommen.
Alex hoffe hier auch ein 100%iges Rihornior und gleich danach ein 100%iges Lilo mit. Was er aber gebrütet hat, ist auf jeden Fall aus dem Ei geschlüpft. Dann habe ich mit dem Gabriel was getauscht. Der ist schuld, dass ich jetzt meine Shiny Hippo-Familie voll habe mit zwei männlichen und zwei weiblichen, die ich noch entwickeln muss. Habe ihm dafür einen Shiny Schlurp abgegeben. Der hat nämlich am Raid Day auch keins bekommen, hatte auch kein Glück. Hat jetzt eins bekommen, von mir auf jeden Fall. Sören hier 100% Quapsel. Thomas Samaschke noch ein 96er Shiny Rihorn. Puschner mit dem Shiny Smogon mit dem Go Plus. Hat er gar nicht mitbekommen, schreibt er hier auch. Vorbelastet auch ein Shiny Rihorn, aber ganz besonders aus einem Ei gebrütet. Auch sehr coole Sache, auch was Seltenes. Habe ich von noch keinem gehört bis jetzt, dass sie ein Shiny Rihorn gebrütet haben. Er mit 800 Staub, 10 Bonbons, sich also auch noch eins gegönnt. Vorbelastet mit einem Shiny Rattan, Sally Maus, mit dem Pokéball gefangen. Das bringt öfters mal Glück und ihr habt da jetzt einfach mit dem Bewerten mit 4 und Sternchen, dass ihr seht, wenn ihr den ganzen Tag da geplust habt, ob ihr was Gutes bekommen habt. Noch ein 100er Remoraid mitgenommen. Ebenfalls dann aber auf dem kleinen Account noch ein Shiny Loturzel, Pokefreak Red, der übertreibt es auch wieder komplett. Jetzt ihr seht, das 100er Shiny Rihorn oder Rizeros oder Rihornio ist eigentlich gar nichts mehr wert, weil so viele einfach eins davon haben. Das geht auf keine Kuhhaut. Auch Pokefreak Red hier mit einem 100%igen Shiny Rihornio. Deswegen kann das auch kein Schocker sein. Dann beim Dragonite nochmal, siehe oben beim Spitznamen Peace Vorhaut, also eine Mischung aus Peace Out und Vorhaut. Sehr cool gemacht. Hat mich also da umbenannt in seiner Liste. Ebenfalls vom Dragonite Geburtstagsgeschenk, ein Krypto-Traumfugil, was er zu einem 100%igen machen kann, wenn er es erlöst. Bockwurst King, was ein seltener Gast mit einem Golbit, was eigentlich wirklich selten ist, ja auch aus den 10er-Eiern nur kommt. Ich in Erfurt habe aber auch, glaube ich, eins gefangen, als ich auf dem Weg war zum Raid beim Glashaus, was sich so ewig gezogen hat. Hat auch eins rumgesessen, habe ich auch mitgenommen. Puschner hier mit einem Krypto-Hundemon, was er zu einem 100er machen kann. Macht er auch gleich, wie ihr auf dem nächsten Bild seht. Hat er erlöst, hat auf jeden Fall 100% mitgenommen. Nochmal Puschner, dasselbe wie meine Frau mit Go Plus gefangen. Und Shinies, komisch bei allen beiden. Da also auch Shiny Loturzel, Pokefreak Red nochmal mit einem 100%igen Traumato. Sören mit einem 100%igen Flecknoil, was ihr momentan ja im Feldforschungsdurchbruch bekommen könnt mit massig Bonbons. Das also auch ein seltenes 100er. Könnt ihr ja nicht mit Maps finden momentan oder ausbrüten, sondern erstmal nur aus dem Feldforschungsdurchbruch. Wer da schon ein 100er hat, herzlichen Glückwunsch. Dann hier, keine Ahnung, was das heißen soll, aber da ist auf jeden Fall was angemalt und da sieht man hier ein Pikachu und da sieht man hier irgendwelche Typen, die da rumwuseln. Wenn ihr wisst, was das heißt, schreibt's mal in die Kommentare. Sieht aus wie ein U-H-Z-U. Usu? Ich kenne nur Uso, aber kein Usu. Nochmal der Sören Löffler, der hat nämlich am Max Out Monday ordentlich zugeschlagen. Hat hier ein. Boah, steht wieder kein Name dran. Das habe ich noch nicht entwickelt, ihr kennt den Namen nicht. Von Galapafloss, also die Weiterentwicklung da, als 100%iges Glücks-Pokémon. Das sieht auf jeden Fall sehr heftig aus. Das kann man unbedingt mitnehmen und sein 100%iges Shiny Lucky Rayquaza hat er auch endlich gemaxt. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Bobserob hier noch mit einem Shiny Nagelotz. Marcel Dose mit einem 100%igen Aerodactyl. Dacro 100% Pummeluff, 100% Dusselgur, 100% Carvador, 100% Serpifeu, alle aus der Nähe von Heidenheim an der Brenz, auch alle nah beieinander, 24., 23., 22., 20., jeden Tag ein 100er mitgenommen. Und das letzte Bild heute noch, das sehe ich jetzt als Angriff, Pokefreak Red noch mit einem 100%igen Hytera. Hat er das gefangen? Hat er das aus der Quest bekommen? Hat er das gebrütet? Es sieht eigentlich aus wie Level 15, wenn man sich den Kreis anguckt, also den Bogen anguckt.
ist wahrscheinlich aus der Quest gewesen, hat er dann entwickelt, könnte ich mir vorstellen, wenn es anders ist, kann er es ja reinschreiben. Das war es aber auf jeden Fall von den Highlights und jetzt haben wir noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Vorbelastet, das schleppe ich zwar schon ein bisschen mit mir rum, aber der hat mir was geschickt von einem Dude aus einer anderen Gruppe, Lauch 3D heißt der, ja? Der hat auf jeden Fall 88.365 Pokémünzen und nicht nur das, er hat in seinem Inventar, genau, wurde gerade in der Telegram-Gruppe von wem geschickt hier, der hat in seinem Inventar 1204 Premium-Raid-Pässe und 187 Sternstücke und 2 X-Raid-Pässe, aber was zum Teufel macht man mit so vielen Premium-Raid-Pässen? Wenn ich momentan gucke, was es immer so als Raids gibt, da ist es mir manchmal schon zuwider, den täglichen Pass wegzumachen, aber 1200, über 1200 Premium-Raid-Pässe, das ist völlig geisteskrank. Aber es gibt so verrückte Menschen, wie ich gesehen habe beim Visa-Fan TV jetzt im Livestream am Montag, was ich mir da ein Video von ihm reingezogen habe, der hat ja auch über 1000 oder über 1200 Sonderbonbons, also was hat er damit bitte vor, das verstehe ich auch nicht. Ich lasse immer so 250 übrig, das wäre eigentlich auch ein Schocker der Woche gewesen, aber davon habe ich ja kein Bild, er hat mir das sowas auch nie gezeigt, habe ich nur gesehen in seinem einen Video. Das gibt schon richtig brutale Leute, die ihren Itembeutel einfach total zumüllen mit irgendwelchen Sachen. Ich meine, 204 Pässe würden doch reichen. Da habt ihr erstmal ein gutes Polster und habt noch 1000 Plätze für was anderes. Aber hier 2490 von 2500 hat er da und 1200 Pässe alleine davon schon. Also, muss man nicht verstehen. Ich finde es trotzdem mega krass, so viel Coins. Auch dazu so viel Pässe. Das war's von meiner Seite aus. Das waren wieder die Highlights der Woche und der Schocker der Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Raid am Mittwoch und wenn wir wieder den Schocker der Woche und die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.